Hallo und herzlich willkommen zu Store Age Café. Mit mir, der Bambina. Ja, das Spiel ist jetzt nicht sehr besonders, aber ich habe es heute bei einer Freundin gesehen und fand das irgendwie sehr lustig und deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, ne? Und fange auch direkt mal an. Ich habe hier schon getestet, werde aber natürlich vom ersten Level noch einmal beginnen, um euch das zu zeigen, die einfachste Stufe. Ja, einen Moment bitte, sehr freundlich. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt wirklich die Mühe machen soll und alles vorlesen soll. Ja. So, zum Spielverlauf ist dies jetzt nicht wirklich wichtig. Da sieht man nur Kaffee, sie fängt da an. Hang, na, tut mir leid, das wollte ich nicht. Hätte, dass sie mit den Kunden ordentlich umgehen soll. Soll das so darauf hinweisen? Heute ist mein erster Tag im Café. Der Schamane vertraut mir. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Ich muss meine Stammangehörigen so gut und schnell wie möglich bedienen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ziel sind im ersten Level 70 Punkte und für Experten, ich habe jetzt normal gewählt, für Experten wäre das 90. Dann gehen wir mal auf Fortfahren. Ja, willkommen in unserem Café. Hier ist die erste Kundin, die ziehen wir dann mal. Hallo? Zack, auf den Platz, wenn es dann funktioniert. Hier, ja, machen wir zum Beispiel einen Karottensalat. Fleisch machen wir hier fertig. Ja, sie hätte gerne einen Karottensalat. Dann gehen wir hin, klicken drauf. Hier, die Eidechse oder was auch immer macht das für uns. Anklicken und dann gehen wir rüber zur Kundin. Ja, genau. Jetzt haben wir den Zeit zum Essen lassen. Ihr. Ich will ja nicht unhöflich werden. Nein, nein, nein. Ja, dann bezahlen. Und hier die Reste. Kommen. Hier kommen. Zufrieden. Er isst einfach alles. Ja, das stimmt im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt steht da noch. Übrigens, falls dir ein Fehler unterläuft und du das falsche Produkt greifst, gib es Fred, um es loszuwerden. Finde nun Sitzplätze für neue Kunden. Haha. Ja, einen Punkt dazu würde es jetzt eigentlich geben, wenn ich die richtige Farbe zugeteilt hätte. Aber das ging jetzt nicht, weil die zu zweit da waren. Hier, Fleisch. Er hätte also gerne Fleisch. Ja, gib es auf die Pfanne. Nimm das Gemüse. Und pack es auf Wasser ab, ne? Und warte, bis es fertig ist. Das ist das Gute. In der ersten Runde steht da immer wirklich genau, was du machen sollst. Meine Maus will nur irgendwie gerade nicht. Hallo? Hallo? Ja. Ich weiß nicht, warum sie das macht. So, bitteschön. Lass es ihnen schmecken. Mich eine Freude gebracht, sie zu bedienen. Fail. So, Geld einsammeln und Tisch abräumen. Ab zu Fred. Weg damit. Da, ein Rot kommt zu Rot. Hier, Farbe plus 10 Punkte. Das ist das, was ich gerade eben meinte. Ja, einmal Fleisch braten. Und eine Tomatensuppe. Ist doch Tomatensuppe, oder? Nee, das ist so ein... Ja, was ist denn das? Diesmal komme ich rüber. Ja, na komm. Danke. Und zack, hin zu ihr. Jetzt haben wir schon 50 Punkte. Das sieht doch gut aus. Sie wartet da wie sonst was. So, abgefahren. Dankeschön. Wir haben unser Ziel erreicht. Jetzt bringen wir es doch zufrieden. Und okay, so weit, so gut. Cool. Dann gehen wir jetzt auf Weiter. Und spielen jetzt Level 2 nochmal. Ja. Weil da jetzt was dazu kommt. Wir erwarten heute hungrige Krieger. Sie kämpfen die ganze Zeit miteinander. Falls eine Schlägerei losgeht, muss ich sie aufhalten. Und es wird mit Sicherheit dazu kommen. Oh ja. Ja, willkommen im Laden. Hier kannst du Aufwertungen für dein Kaffee kaufen. Ja, hier, ne? Ist ja schön und gut. Ja, klicke auf die jeweilige Aufwertung, um mehr darüber zu erfahren. Machen wir mal. Ja, kaufe ein zusätzliches Schneidebrett.
Ja, der Nachteil ist nur, warum ich das nicht mache, es geht wirklich nur für die eine Runde. Also wenn ich jetzt merke, okay, ich schaffe die Runde nicht, dann hole ich mir Hilfe, aber ansonsten bringt das nicht viel. Und so viele Punkte haben wir ja auch noch nicht. Also gehen wir weiter. Während du spielst, willst du neue Speisen auf deiner Speisekarte sehen. Ja, hier ist was dazugekommen. Tomatensuppe, wie auch immer. Ja, Tomatensalat. Okay. Oder deinen Kunden einen Apfel servieren. Sie sollten bereits vorher erst bestellen. Ja, das stimmt. Hier, den ziehen wir auf Rot. Gibt es Farbe plus 10. Da ebenfalls. Oh, das ist das. Nein, 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 nein. Ihr vertragt euch. So, was darf es für sie sein? Einmal hier, was weiß ich. Und einmal was Gesundes. Ne, nö. Hier, zack, auf den Platz. Na komm, Dankeschön. Oh, ich habe das Falsche gemacht. Hier ist es. Komm schon ganz durcheinander. Sieht sehr lecker aus. Vor allem so kräftige Leute. Dankeschön für Ihren Besuch. Abzufried? Setzen Sie sich doch. Ziel erreicht. Super. Das räumen wir noch schnell ab. Und mal gucken, was die Dame denn bestellt. Natürlich. Na komm, setz dich doch um. Ja, ich vergesse immer, dass ich die Tätigkeit wirklich zu Ende machen muss. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Ist ja noch keiner dran gestorben. Jetzt hätte sie gerne einen Apfel. Super. Ich weiß nicht, irgendwie ist das voll, hat das voll so einen Suchtfaktor. Ich kann mir zwar nicht wirklich erklären, warum. Weil das Spiel ist auch ohne Altersbegrenzung. Ab 0 Jahren. Ja. Hat 180 Level insgesamt. Drei Cafés, die einem zur Verfügung stehen. Ja. Drei Schwierigkeitsstufen. Und ein Endlos-Modus. Ja, das war nicht so schwierig. Was jetzt? Genau, was folgt in Level 3? Da war ich jetzt noch nicht bei. Ha! Kommen wir unter die Poeten. Der Schamane war begeistert von meiner Arbeit. Er hat mich aufgefordert, nun auch diese Kuchen zu verkaufen. Diese Kuchen, ja. Was nun? Ich esse etwas Süßes, wenn ich gute Laune habe. Sind sie süß? Keine Ahnung. Da ist der Kuchen! Shop wollen wir nicht, gehen wir gleich auch weiter. Schön. Erste Kunden. Hallo. Was dann zufriedener Kunden möchte miteinander. Aha. Ja, Nachtisch. Mal gucken, ne? Ihre Bestellung bitte. Hallo. Oh. Ja, gucken Sie sich ruhig rum. Um. Einmal Zwiebeln. Ich würde mal zu sagen Zwiebeln, obwohl das Äpfel sind. Aber es sind komische Äpfel. Das muss man schon sagen. Hallo. Schön, dass Sie wieder da sind. Was hätten Sie denn gern? Ein Kuchen zum Nachtisch? Gerne. Einmal Fleischkotelett ab auf den Ofen. Gänsefüßchen Ofen. Ach, Frau Schneider ist auch da. Einmal servieren bitte. Und zack, danke für Ihren Besuch. Ach, da ist ja schon die nächste Dame. So. Oh, habe ich jetzt das Richtige genommen? Nein, natürlich nicht. Ich vertausche das irgendwie noch leicht. Und einmal einen Apfel. Bitteschön. Und hier an den Herzchen, genau. Da haben wir ja 1, 2, 5 Herzchen, wenn ich mich nicht irre. Daran können wir sehen, wie gut gelaunt der Kunde ist. Und wenn das ganz abläuft, dann möchte er gehen. Um das mal hart zu sagen. Wie der Kunde hat. Dann hat er keine Lust mehr und möchte gerne nach Hause gehen. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Einmal gerne. Wie nenne ich das denn? Hier mit Tomaten. Das ist gesunde Brühe. Wie auch immer. Einmal servieren bitte. Ja, unser Ziel haben wir fast erreicht. 30 Punkte brauchen wir noch. Schaffen wir locker.
bevor die Kunden hier keinen Bock mehr haben auf uns. Auf mich. Ich muss es ja ausbaden, wenn was schief läuft. Ein Kuchen zum Nachtisch. Gerne. Super, plus 10. Das war schnell, das war gut. Er hätte auch gerne einen. Gerne. Oh, einmal abkassieren. Danke für den Besuch. Aha, Ziel erreicht. Einmal ansammeln. Einsammeln. Diese Kuchen sind sehr süß. Ich darf sie nicht alleine selber essen. Sie sind für Kunden gedacht. Schnuggi, nicht vergessen. Ach, Schnuggi, ja. Weiter. Ja, ich würde sagen, Level 5 geht noch. Ah, nee. Level 4 müssen wir erst. Ja, Level 4 geht noch. Heute gibt es neues Material in deiner Küche. Material. Ja, das ist großartig. Aber ich komme sehr schnell durcheinander. Ich hoffe, dass ich es schaffen werde. Ja. 200 Punkte. Klar. Was ist denn dazugekommen? Ach hier. Nein, Shop. Wollen wir nicht. Die Zwiebeln sind dazugekommen. Sieh mal, du hast jetzt ein neues Fleischgericht. Ach, tatsächlich. Super. Freut mich doch. Ach, ja, und der Zwiebeln. Na komm. Das gibt schon mal 10 Punkte. Das war gut. Gewusst wie? Ich glaube, sie bestellen Fleisch. Ich pack das schon mal. Ah, aber richtig. Ja. Und die nächste bitte. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, nun musst du warten, ne? Das dauert einen kleinen Moment, Madame. So, wir machen das erstmal fertig. Dann können wir den Kuchen jetzt in der Zwischenzeit holen. Ebenso wie die Äpfel. Und da einmal abbezahlen. Dankeschön. Das ist jetzt fertig. Nehmen wir das gleich mit. Gern geschehen. Was war das denn für ein Geräusch? Ich weiß nicht. Jetzt kommen sie alle auf einmal. Ja. Guten Tag. Wie soll ich das denn alles gleichzeitig machen? Die beiden sind jetzt zu zweit da. Die kann ich nicht zusammen dahinsetzen, leider. Das geht leider nicht. Toll. Ach, nee, doch nicht. Bei dem einen sinkt das schon. Na komm, wird fertig. Hä? Achso. So, machen wir das fertig. Das macht Laune, das macht Spaß. So, zack. Sie ist fertig. Dankeschön. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Natürlich. Müllensorger Fred, hallo. Der ist auch schon fertig. Dankeschön. Danke. Tack rein in den Müll. Verloren? Wie? Es sind zu viele hier. Ich muss es nochmal einmal versuchen. Nein. Okay. Hier Level erneut spielen. Machen wir doch glatt. Das kann ich mir jetzt nicht erklären. Nein. So. Nein, stopp, wollen wir nicht. Ich weiß, da war eine Keule. Ich bricht sie jetzt gleich schon. Hallo? Hallo, Frau Schneider. Ein Kartoffelsalat, bitte. Bestell was davon. Nein, natürlich nicht. Sollte es auch anders sein. Aber vielleicht wird die Dame ja meine Keule haben. Danke, perfekt. Das klappt, glaube ich, jetzt besser. I hope so. Einmal Zwiebeln. Danke, danke. Frau Blau und Frau Grün.
glaube, das kommt auch jeweils auf die Punkte drauf an. Wie viele... Ob ich das Level schaffe oder nicht, oder? Könnte es sein? Könnte es daran liegen? Könnte es eine Verbindung damit haben? Ich weiß es nicht. Oh, abkassieren nicht vergessen. Die Leute starten nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh, die wollen zusammensitzen. Na komm. Abkassieren. Das Fleisch erstmal drauf packen. Mal gucken, was die beiden Herrschaften wollen. Eingucken für die Dame. Guck mal. Na komm. Das Fleisch kann ich schon gleich drauf packen. Und abservieren. Bitte schön, der Herr. Ja! Ich wusste, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Na, wird das gleich fertig? Super. Einmal für die Dame, für den Herrn. Auf Wiedersehen. Und hallo Fred. Also, zum Fazit vom Spiel. Geld einkassieren macht Spaß. Müll wegbringen eher weniger. Aber ich weiß nicht, es hat für mich so einen leichten Suchtfaktor, dass man, wenn man das nicht schafft, das Level unbedingt nochmal spielen will. So wie jetzt gerade. Und wie man sieht, ich habe es ja doch geschafft jetzt. Und ja, das macht mir Spaß. Das war Level 1 bis 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich sage danke und auf Wiedersehen. Tschüss.